Das ist was zu essen. Und da sind irgendwo schreiende Meerschweinchen, aber sie sind heute nicht da, wo ihr meint, dass sie sind. Hallo und herzlich willkommen hier auf Dimiris, wo ich vergessen habe, die Lampe anzumachen. Klick. Oh, Licht, 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 Licht. Ja, ich habe gerade gesehen, dass mir was auf den Boden gefallen ist. Aber das können ja die Meerschweinchen jetzt bekommen. Wer will das haben? Willst du das haben, Marshmallow? Möchtest du das haben? Ganz doll. Ist es hier? Ist es da? Ist es überall? Wo ist es? Da vorne ist ganz viel Kacke. Du machst den Namen Kacke-Teddy alle Ehre, junge Dame. Ja, und du machst den Namen Typ, der immer wieder vergisst, das Heu aufzufüllen, einen ganz guten Namen. Oder eher einen schlechten. Was ich damit sage, füll das Heu auf, gib mir Essen. Pappnase. Ah! Oh ja, genau. Die Meerschweinchen sind ja schon so geschwächt. Ich meine, guckt euch doch mal hier dieses Pudding an. Die ist doch hart an der Grenze zu verenden oder einzuschlafen. Guck nicht so böse. Mann. Hallo Coco, alles klar? Na, unsere anderen Meerschweinchen sind auch alle da. Aber ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was machen unsere Meerschweinchen im Wohnzimmer? Ja, Pudding, sag doch mal, was macht ihr denn im Wohnzimmer, außer panisch davonlaufen? Ja, das haben sie doch schon auf den Müffelstücke gesehen. Mein Gott, du machst quasi zweimal das gleiche Video. Und jetzt lass mich in Ruhe, hier ist irgendwo... Ich muss mich kratzen. Also ich habe jetzt auf die Müffelstücke auch schon ein Video drauf gemacht. Warum die Meerschweinchen hier im Wohnzimmer sind, das könnt ihr gucken, wenn ihr wollt. Erst Link unten in der Videobeschreibung. Es würde mich freuen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich mache jetzt quasi nochmal das gleiche Video, nur ich erweitere es und schneide es schöner. Huh, mehr Kameras. Huh, mehr von Pudding. Ein doof guckendes Coco. Noch ein Pudding und... ein Daiquiri. Und ein doofer Chan. Aber das ist ja... Aber das ist ja nichts Neues. Mal ganz ernsthaft. Übrigens, das Heu ist immer noch nicht aufgefüllt. Merkst du, ne? Ja, ja, ja. Einigen Leuten ist das bestimmt schon aufgefallen. Am Mittwoch kam kein Video. Es tut mir leid. Wenn mittwochs die Videos nicht kommen, kommen sie meistens freitags und sonntags, statt mittwochs und sonntags, wie sie sonst immer kommen. Also nicht wundern, ne? Deshalb kam jetzt heute ein Video am Freitag. Und Pudding ist heute wieder super niedlich. Möchtest du uns irgendetwas mitteilen? Oder möchtest du einfach nur mehr Aufmerksamkeit, weil du das Gefühl hast, du bist eindeutig zu wenig in Videos zu sehen? Denn sei mal niedlich. Das hat sie wunderschön gemacht. Hat sie das wunderschön gemacht? Daumen rauf, wenn ja. Hey, bettel woanders nach Daumen rauf, du Pappnase. Mach lieber einen Daumen rauf für mich. Die sind gerade hier, weil wir in unserer Wohnung einmal komplett aufgeräumt haben. Und vor allen Dingen bei Dimiris. Das zeige ich euch mal ganz kurz. Das sieht nämlich gerade so hier aus. Total faszinierend. Und ein wunderschönes Echo. Echo, Echo. Ja, absolutes Chaos. Die waren jetzt 4 Tage drüben im Wohnzimmer. Guck mal, da ist der Streaming-PC. Ja, wir haben einmal komplett alles sauber gemacht, haben das verrückt, haben geguckt, ob vielleicht nach einem Jahr sich hier in den Ecken Schimmel gebildet hat. Alles ist aber einwandfrei. Man muss das ja mal kontrollieren, habe ich gehört. Man muss sich ja nicht immer auf solchen schicken Anzeigen verlassen. Man muss da auch mal nachgucken. Aber es war alles toll und jetzt haben wir einmal alles komplett sauber gemacht. Von oben bis unten. Vor allen Dingen, wenn man Meerschweinchen hat und die ganz viel Pipi machen und so, ne, dann kann die Luftfeuchtigkeit schon mal so hoch sein, dass sich das ändern könnte. Und dann kann so ein Meerschweinchen wie Pudding schon mal Schimmel hervorrufen. Haben wir nicht. Also alle waren frei, haben wir jetzt kontrolliert, machen wir in einem Jahr nochmal. Deshalb waren die Meerschweinchen jetzt quasi 4 Tage hier im Wohnzimmer. War natürlich süß, haben wir schön mit gestreamt und alles drum und dran. Außerdem mag ich das, wenn ich hier vorne sitze und die ganze Zeit dann auf meine Meerschweinchen schauen kann. Das finde ich super toll. Ja, ich vermisse es ein bisschen, Meerschweinchen im Zimmer zu haben, wo ich arbeite, weil die kann ich dann halt nicht so begucken. Ich habe ja Meerschweinchen, um die auch mal ganz oft doll anzugaffen, weil die sind ja furchtbar niedlich. Außerdem machen die immer ganz viel Schwachsinn und den möchte ich dann immer live miterleben. Denen geht's allen super gut. Die haben jetzt 4 Tage hier auf Vlies gelebt. Ich weiß genau, warum du gerade mein Lieblingsmeerschweinchen bist, weil du ganz toll bist und ein bisschen doof. Doofe Meerschweinchen sind toll. Hier zeigen wir wieder niedliche Meerschweinchen und ihr könnt jetzt noch eine Runde fressen. Stör mich nicht. Ich dachte, du sollst mich nicht stören. Geh weg mit der Kamera. Das verwirrt mich nur. Hallo Daiquiri. Daiquiri. Magst du das nicht? Magst du das nicht? Das ist mir egal.
Das ist mir vollkommen egal. Das ist mir absolut egal. Aufräumen und die Meerschweinchen wieder rüber. YouTube-Partnerkräfte lassen echt nach. Und hier ein kleiner Zwischenstand im Meri-Gehege. Ist alles klar? Alle flüchten hier in die restlichen verbleibenden Häuser. Die kommen aber auf die andere Seite. Aber da muss erst noch sauber gemacht werden. Hallo die Bananas, wie besprechen sich alle miteinander? Und guck mal, was ist das denn? Hat Marshmallow sich so hart auf die Hängematte gelegt, dass die Hängematte sich ausgehangen hat? Guckt euch diese Menge von Kacke an. Das war alles du. Alles du, Spot, ich hab dich gesehen. Brauchst den Kopf gar nicht wegtun. Ich hab alles gesehen. Hier, alles Kacke-Monster. Du bist der Allerschlimmste von allen. So viel Kacke in dir. Du bist in Ordnung. Und weg ist es. Puh, mir ist warm. Guck mal, Sarah. Ich hab sogar an Heu gedacht. Yeah. Siehst du das, Daikiri? Das da ist eine Sarah. Die macht deinen Job. Hast du gehört? Du könntest das hier auch alles sauber machen. Und wer macht es? Sarah, nicht du. Was machst du? Alles zukacken. Da ist ganz viel Heu drin. Und Kacke. Meistens alles von dir, weil du der Master auf Kacke bist. Diese? Mehr Kacke von dir. Ja, lauf nach Hause. Wo ist denn mein Haus? Ich habe gar keine Ahnung. Mein Haus ist doch da vorne. Aber ich könnte auch noch da laufen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Hey Leute, ich bin wieder da. Ist das nicht unglaublich toll? Sarah macht den Rest noch sauber. Und dann könnt ihr rüber. Und Marshmallow, ist das alles vollkommen egal. Du hast die Hängematte kaputt gemacht, du Sackfalte. Und da ist Daikiri wieder in seinem Lieblingsplatz. Hahaha, weil die so viel geschissen haben und alles zugepinkelt, haben wir hier oben gerade nicht mehr genug, um das wieder mit Vlies und Pipi-Pads auszulegen. Was aber nicht heißt, dass wir irgendwie Pipi-Pads brauchen, sondern ich muss es nur waschen. Genau. Nur um es klarzustellen. Wir haben genug Pipi-Pads, ja. Nur jetzt haben sie gerade sehr, sehr viel verbraucht. Also können sie jetzt oben erstmal nicht rein, das heißt... Genau, morgen dürfen sie es wieder. Morgen habe ich draußen wieder Pipi-Pads, die sind gerade am Trocknen. Nimm das mal, es wird schwer mit einer Hand. Oh, danke. Schwächling. Selber Schwächling. So, dann dürfen jetzt die Meerschweinchen wieder rein, aber nicht nach oben. Wenn sie da hochspringen können, dann haben sie es auch verdient, da hinzugehen. Aber da ist nichts. Nichts. Los, ihr beiden, rüber. Und jetzt sind sie drüben, starren da schön die Wand an. Das macht ihr unfassbar toll, aber ihr dürft jetzt auch rein. So, und dazu klemme ich jetzt mal die Kamera da ein und hoffe, dass das funktioniert. Auf geht's! Ihr dürft wieder zurück in euer Gehege. Ist das nicht toll? Ich hoffe, dass das toll ist. Komm hier, scharfe Kralle. Und die letzte. Und jetzt wieder das befriedigendste Geräusch aller Zeiten. Meerschweinchen auf neuem Streu erkunden das Gehege. Und damit halte ich auch die Klappe. Ihr macht einen Daumen rauf. Und wir sehen uns bald wieder. Spätestens am Sonntag. Ihr wisst das. Bis dann. Sarah, wir müssen dringend mal wieder ein ASMR machen, glaube ich. Glaubst du? Ja, ich glaube ja. Oder wir machen einfach einen ganzen Kanal damit auf. Nee. Meinst du, der wird erfolgreich? Meerschweinchen ASMR.